Ich hab dein Skin fertig. Okay, dann komm ich mal vorbei. Komm mit. Aber warte, warum ist das lila? Bei mir ist es blau. Ja, die Farbe zu finden, so einen Block zu finden, der genau die gleiche Farbe hat wie dein Skin, ist ein bisschen schwierig. Oh mein Gott, wie cool ist das denn? Leute, das bin ich! Oh, das ist richtig cool. Dankeschön. Danke, Hugo. Gern geschehen. Sieht das von innen aus? Ist es von innen hohl? Von innen ist hohl, ja. Ja, okay, ist kein Unterschied zum realen. Das ist gut gemacht. Sehr realitätsnah. Das stimmt. Oh mein Gott, du warst lange nicht da. Komm mit. Kommen Sie ich war mit. Wirklich? Okay, ja. Auf jeden Fall, du kommst hier rein und dann schaust du nach unten, aber ich glaube, du hast wahrscheinlich den Mod an, dass alles hell ist. Jetzt ist dunkel bei mir. Ah, okay, sehr geil. Oh, du hast es nicht an, ein Segen. Soll wie in einem Horrorfilm sein. Du gehst nach unten, da ist ein creepy Keller, der richtig weit nach unten führt. Du machst das Licht an und das Gefühl bringt es gar nichts. Und das ist das mit Redstone. Das sind die Lampen, die hier an der Seite sind. Dann geht's hier runter und dann mache ich die Lampen auch noch an, aber ich habe es noch nicht gemacht, weil ich noch nicht mit dem Keller fertig bin. Hier sind ein paar Kisten. Dann ist hier mein Automat Lava Farm. Dann ist hier meine coole Rüstung. Meine Dämonenrüstung. Hier kommt ein Nether-Portal, was du an- und ausmachen kannst. Hier drin ist gerade so ein cooler. Oh, muss aufpassen. Ein Wex? Ich weiß nicht, was das ist. Ich habe es noch nie gesehen, deswegen. Und hier kommt dann so ein Braustand. Und ganz unten ist das Redstone-Lager. Fertig. Nice. Alter, du kannst aber übelst gut einrichten, ne? Das ist ja. Oh, Deep Slate Coal. Oha, ja, ja, geil. Oha, oha. Das lässt sich echt sehen. Das ist eine beeindruckende Base bis hier. Hier ist gar nicht ganz viel Redstone. Ich hab eine Idee. Was willst du machen? Okay, als allererstes möchte ich das hier machen. Ich baue mal das hier. Das wirst du erkennen, was das ist, sobald es läuft. Ist, glaube ich, klar, was das macht, ne? Ja, ist eindeutig. Das ist einfach nur eine Redstone Clock. Okay? Genau. Genau. So, und dann mache ich jetzt einen Dispenser. Der ist hier. Und der spuckt jedes Mal, wenn die Redstone Clock ein Signal gibt, okay? Der spuckt ein Item in diesen Trichter und der Trichter ist so, dass das Item sofort wieder zurück in den Dispenser geht. Okay? So, und wenn du jetzt hier oben ein Komparat dran machst und das wiegst, kommt hier ein unterschiedliches Redstone raus. Du siehst, es kommt immer einmal Redstone raus. Es sei denn, das Minecart wird gezogen. Dann kommt zweimal Redstone raus. So, jetzt werde ich die Glocke ein bisschen schneller machen. Und wenn du mal länger wartest, wirst du sehen, per Zufall wird jetzt da mal zwei Redstone angehen. Ah, dann geht das Licht an und aus die ganze Zeit. Genau. Das ist dann das Resultat, was ich machen möchte. Das habe ich natürlich schon viel früher erfasst. Ich wollte es nur nicht sagen. Danke dir. So, jetzt machen wir den hier hin. Und damit können wir dann nämlich den Stromzufuhr für das Licht unterbrechen. Und das ist jetzt daran angekoppelt, an diese Anlage. Das heißt, an den Zufallsgenerator ist jetzt das Ding hier angekoppelt. Und die Wahrscheinlichkeit ist 1 zu 5, jedes Mal, wenn diese Glocke feuert. Und immer mal wieder, unregelmäßig, gehen die Lampen bei dir jetzt aus. Für einen ganz kurzen Moment. Also sie flackern dann so ein bisschen. Wenn wir jetzt also hier einfach mal reingucken in den Keller, obwohl dann das Licht an ist, der Keller an ist, müssen wir einfach mal warten. Ich guck mal, wie, ne, siehst du, ab und zu flackern die jetzt gerade da. Oh, das ist cool. Das geht jetzt halt über den gesamten Kellerraum. Das heißt, alle deine Lampen, die du hier später anschließt und steuerst, flackern immer mal wieder unregelmäßig. Ja gut, das hat funktioniert. Ja, dann lassen wir das jetzt den Fahrstuhl bauen. Ich habe das jetzt so gemacht, wie du siehst. Der Fahrstuhl läuft dann jetzt so. Ich glaube, ich fand das vorher viel nicer. So von dem, vorne. Dass es dahinter ist. Ja, aber ich finde das nicht schlimm, wenn ich unten die Richtung dann drehen muss, weil das gibt mir halt diese Until Dawn-Feelings. Okay. So ist cool, aber ich glaube, wir müssen das wirklich eins weiter nach oben machen, weil die Redstone-Technik wird sich besser. Du kannst zwei Blöcke tief machen. Du kannst ja auf jeden Fall, wenn du die verstecken möchtest, kannst du auch noch hier sowas hier bauen. Dann sieht man sie nicht mehr so direkt. Also so wie die Technik jetzt ist, ist es leichter, unten auszusteigen. Das Problem ist, sonst wird unten der Block weggezogen, aber wir können sonst gerne einen Block nach oben setzen. Wie das gerade aussah. Was? Dein Charakter. War das weird oder wie? Ja, der Charakter wurde so voll runtergedrückt. Jetzt ist halt noch die Sache mit der Aktivierung so, ne? Wie aktivieren wir den Fahrstuhl? Mit so einem Knopf, oder? Ich würde Buttons nehmen. Okay, dann haben wir das jetzt hier fertig, die Technik. Das ist alles done. Dann machst du einfach hier eine Druckplatte drauf. Jetzt geht der Fahrstuhl an. Und läuft im Moment. Jetzt müssen wir noch das von oben nach unten leiten, das Signal. Ja, das ist halt hier. Unten ist das Einsteigen natürlich jetzt ein bisschen schwierig, ne? Also muss jetzt warten, bis hier der richtige Block da ist. Lisa, der Rest liegt an dir. Das jetzt, schön so zu verstecken, wie du es gerne hättest. Genau, das ist schön zu machen, richtig. Ich bin aber weiter. Hau rein, alles Gute ich dir. Ich danke ne? dir, ich danke dir für die Hilfe. Jo, ciao. Tschüssi. Ein Traum, wenn einem geholfen wird. Wie kann ich helfen? Oh. Ich war doch gerade im Talk mit Isa, deshalb konnte ich nicht sofort antworten. So. War das nicht dieses komische Stängelbums, was man dann anpflanzen muss? Was hast du denn gebaut?
keine Ahnung, wie Mangroven funktionieren. Da muss ich mich erst eingrooven. Was? Ich wollte nur Stegi ärgern, weil gerade Noreax streamt und Stegi wird Noreax die Ohren langziehen, wenn irgendwas kaputt geht und ist so lustig. Oh, warte mal kurz, man hört mich noch bei Isa. Lol. Entschuldigung, Isa. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, Isa, ich bin total. Okay, ich sollte mich vielleicht auch muten hier. Ne? Ich sag nur, warum? Sorry, Vater. Okay, hau rein. Hau rein. Geh mal raus aus der Gruppe. Das Badumts. Aber das ist einfach als Sound anmal. Geil. Stegi, war irgendwas Dringendes, weswegen du eine Gruppe wolltest oder einfach nur so? Nee, aber habt ihr schon die neueste Neuigkeit mitbekommen? Nein. Was? Nein. Echt nicht? Nein, erzähl. Oh, habt ihr, wahrscheinlich habt ihr Discord nicht geöffnet oder wahrscheinlich Nachricht nicht angemacht. Das wäre jetzt Roleplay, aber du gehst jetzt einfach wirklich von so Craftech-News aus. Ja, von, also was im Shop-District passiert ist. Was ist beim Shop-District passiert? Es gibt, glaube ich, einen neuen Shop. Oh, deiner? Ach so. Naja, weiß ich nicht. Es gibt einen neuen Shop. Alright, ich lese die Nachricht laut für alle vor. Danke, was. Da gibt's. Nee, im Discord habe ich nichts geschrieben. Hä, WTF? Ihr dürft die Beta-Tester sein. Du weißt schon, danke, dass du halt Jenny. Deine ersten Kunden eher gewinnst, indem du halt was verteilst umsonst und nicht, dass wir jetzt bei dir kaufen dürften. Du kriegst einen super Rabatt. Krieg ich einen Rabatt? Wirklich. Ich wüsste nicht, wie viel Dias du momentan besitzt, aber. Oha, was ist das denn? Warum kriegt Basti einen Rabatt? Wow. Wow, ja. Wow. Das war eine Übersteuerung. Jetzt kriegst du auch Rabatt. Ohren, Alter. Oh, Digga, Alter. Gut, damit bin ich auch Rabatt. Dich stört, also dir ist das auch nicht unangenehm, dich stört es gar nicht, ne? Du findest es richtig gut, dass es so eine Art Power von dir ist, dass du uns halt wehtun kannst. Ja. Ein Skill einfach. Den besten Shop, den besten Ort, aber den habe ich jetzt nicht so ordentlich genutzt. Also, es ist auch noch nicht fertig. Aber ihr dürft trotzdem schon mal. Und nicht klauen, Isa, hier, ne? Ich glaube nicht. Isa hat schon mitbekommen, dass es ein Sicherheitssystem auf dem Server gibt. Also, ich glaube, da wird kriminelle Karrieren. Dass hier die ganze Zeit Sachen geklaut wurden. Ja, long story. Es gibt ein paar Raketendiebe. Und Kupfer. Ja, klaut Kupfer. Weiß ich nicht, aber meine zwei Schurkerkisten sind weg. Isa, wir warten noch. Also, ja, wir haben auch gesehen, dass du eigentlich in deinem Shop bist, ne? Ja, also, wir wissen jetzt, dass du jetzt nicht. Ich bin da. Isa, warte hier! Du weißt ja noch nicht mal, welcher Shop das ist. Oh, da ist der Shop! Oh, das ist das echt der neue Shop? Bro, das ist ein Mangroven-Shop! Das wow. Beste Holz des Servers. Ein Stack, zwei Diamanten, hä, bist du doof? Ja! Nein, der Scheiß ist so anstrengend zu bauen. Zwei Dias für ein Stack Holz? Ja! Das ist sau die faire Umrechnung, wirklich. Bro, ich schuld dir, glaube ich, zwei Stacks Dias oder so. Ich habe so viel Holz bitte genommen. Alter, und der kann jetzt einfach in den Mangrovenwald reinlaufen? Wow, und diese Treppe, die nach oben geht. Bad. Oh mein Gott! Nach oben. Ich kaufe einen Stack. Ja! Hä, aber warum hast du hier keine Ender-Chest, falls man keine Dias hat? Die habe ich immer dabei. Ja. Jiggy. Ja. Schau mal, was ich kaufe. Schau mal, was ich lande. Ja. Boah. Big Spender. Alter. Das ist super schön. Das ist for real schön. Dankeschön. Ey, du bist herzlich willkommen, ne? Wenn du auch noch ein bisschen mehr brauchst und irgendwann ab einer gewissen Menge kann ich dir auch ein bisschen Rabatt geben dann. Alles klar. Perfekt. Du brauchst. Oh, das sind die Steuern wahrscheinlich. Nein. Aber wer ist das Finanzamt? Wer ist das? Finanzamt ist unsichtbar. Schnell. Gefährlich. Furchtbar. Ich sag dir ehrlich, du bräuchtest aber hier noch eine Kamera, ne? Ich muss dann wieder eine bei Urotox klauen, oder was? Ja, beim Kameraladen, ja. Ich wurde beklaut! Ey, Basti, du hast ja Urotox richtig eingeschüchtert, dass der keinen Beacon oder Netherstar oder was auch immer Shop machen darf, ne? Weil du das nicht. Ich hab mit ihm geredet ein bisschen. Mein Chat hat gesagt, du hast ihn richtig fertig gemacht. Wenig, es kann auch sein, dass eventuell. Hast du geklaut? Also, nein! Mach einen Handschuh. Er hat, glaube ich, über 30 Wither. Ich kann keinen Handschuh.
Mach einen Handstand. Oh ja, das ist das neue, also das ist das neue Justizgesetz. Wenn man seine Unschuld beweisen möchte, muss man einen Handstand machen. Und sagen, du bist unschuldig. Aus der Tasche rausfallen, wenn man welche hat. Ja, genau, das ist der Check. Also wir sind 4 Leute und einer von uns ist der Täter. Dadurch, dass ich weiß, ich war es nicht. Denn nur noch, sind nur noch ihr 3 zur Auswahl. Ich habe groß eingekauft und habe meine Dias bezahlt. Und ich kann dir Schläge, ich vertraue dir her. Hast du sogar Dias im Inventar? Ja. Ich habe keine Dias im Inventar. Okay, dann pass auf. Ich habe genau ein Stack gehabt. Du weißt, wie viel ich gekauft habe. Okay. Er ist nicht schlecht. Isa, was ist dein Argument, dass du unschuldig bist? Ich weiß gar nicht, was geklaut wurde. Das würde ein Dieb auch sagen. Das würde ein Dieb wirklich sagen. Ja, was fehlt denn in der Kiste? Diamanten. Wie viele? Oh! Sind die das? Du hast sie gerade zurückgelegt. Wann denn? Ich hab die Kiste nie aufgemacht. Oh, okay, du bist unschuldig, Du bist unschuldig. Okay. Nicht weiterreden, du musst nicht weiterreden. Wir ergeben uns. Nimm alles, nimm die Diamanten, ohne Scheiß, nimm alle. Oh Gott. Du bist unschuldig, okay. Ja, ist sie wirklich. Okay, dann. Woher weißt du das jetzt, Basti? Weil er der Dieb war. Ja. Hm? Dreh dich mal um, Basti. Mach einen Handstand. Jetzt sneak mal. Böse. Oh mein Gott. Darauf hast du lange gewartet, Vini, okay. Oder? Okay. Könnt ihr das außerhalb meines Shops machen, sowas? Vielleicht das kannst du ja einen Shop in die Bro, Richtung dein Shop, aufbauen. Dein Shop sind basically 3 Bäume. Richtig. Ich habe hier unten einfach so matt hingeklatscht und dann habe ich das Saplings gemacht und bin mit Bone Meal durchgerannt. Echt? Bis jetzt ist das dein Shop. Ja, klar. Ja, und halt diese Figur am Anfang, ne?